Willkommen, liebe Clasher, bei mit dem Thorsten im Clan, ja, im Community-Clan, also dem Clan-Herausforderer, wo ich eigentlich heute keine Folge von machen wollte, aber irgendwie sah ich mich genötigt, hier mal so ein paar Fakten hier zu diesem Clan zu sagen. Also der Clan ist, ich will ja nicht sagen, er ist super gewachsen, aber er ist Clan Level 4 und die Clankriege werden hier nicht leichter, sie werden schwerer. Wir haben den letzten Clankrieg einfach mal verloren und das nicht ganz ohne Grund. Wir hätten ihn nämlich locker gewinnen können. Aber ich wollte auch mal auf so ein paar Fakten hier auf diesen Clan eingehen, wo es darum geht, dass es sind mittlerweile ein paar Älteste hier, es sind mittlerweile ein paar Vize hier, uns auch nicht mehr so ganz alles gefallen lassen. Also ich springe jetzt mal in eine Bildschirmaufnahme von meinem Browser hier und hier seht ihr ja einige aus den Kommentaren. Vielen lieben Dank für die Kommentare, egal was es übrigens für Kommentare sind. Ich diskutiere immer sehr, sehr gerne mit euch, das wisst ihr, das merkt ihr auch. Und der Florian schreibt, ich wollte in den Clan, wurde aber abgelehnt, bin Rathaus 6 und wollte fragen, ob die Dutrophren bei Rathaus auf oder beim Herausforderer auf 1000 unterstellen kannst und was Anforderungen für den Clan sind. Ja, ich meine, wenn wir dich schon einmal abgelehnt haben, was bringt es dann, die Pokale nochmal runterzustellen? Wir werden dich nochmal ablehnen, denn so ganz, ganz lowe Accounts, ich muss es einfach mal so sagen, die lehne ich dann hier auch ab. Ist einfach so, das ist hier nicht so ein, ich habe es auch geschrieben, ganz, ganz unten. Es gibt eigentlich keine Anforderungen an diesen Clan hier, aber hier kann auch nicht einfach so jeder reinspazieren und mal so guten Abend, guten Tag sagen. Ich glaube, das ist es dann doch nicht hier, dafür ist der Clan dann schon so ein bisschen zugewachsen und ich gehe mal ein bisschen rüber oder gehe mal ein bisschen höher. Ich habe eine Anfrage gesendet, ja, ich meine, Fort Mülleimer hat hier nie angefragt, mit irgendeinem Account hat er dann angefragt, der war dann aber eher, ich will mal besuchen, mit keine Liga nach, weiß ich, wie alt ist die Liga hier mittlerweile? Sie ist jetzt schon 5, 6, 7 Tage alt und da glaube ich, das ist ein Inaktiver, der hier einfach nur ein bisschen reinglotzen will. Nehme ich nicht auf. Ist einfach so. Genau wie müdes Ocelot. Ah ja, das war der Plastikbanane hier. Ist einfach so. Inaktive Accounts nehme ich einfach auch nicht hier. Und dann kommen auch immer wieder Anfragen. Kann ich helfen? Oder kannst du mir helfen? Ich meine, wenn ihr einen Clan aufmacht, da kann ich euch nicht helfen. Helft euch selbst, sonst hilft dir keiner. Macht Werbung global, soziale Medien, sagt es euren Freunden, weiß der Geier auch. Aber ich kann euch nicht wirklich helfen. Ich bin selber rund um die Uhr gut beschäftigt hier. Hallo, hallo. Das war der Sascha hier, hat eine nette Geste gegeben. Aber dann kommt jetzt auch mal was zu den aktuellen CK. Das ist nämlich hier oben. Ich habe auch Instagram und Mathekurs schreibt man mit M-A-T-H. Kollege X Gaming, aber ich bin's auch gar nicht anders mehr gewohnt. Und der Enrico schreibt hier, ich bin der San Diego, ja, ich bin jemandem gefolgt, der hier nämlich aus dem Clan raus ist heute. Und auch das ist ein Fakt, Leute, ich verfolge euch, ja. Also, wenn ihr hier rausgeht, dann versuche ich in den Clan reinzukommen, um klarzustellen, warum ihr hier eure Angriffe nicht macht. Oder warum ihr sie so komisch macht. Ich weiß, bei mir ist auch mal die kleine Schwester schuld. Meine kleine Schwester löscht immer meine Accounts, aber ich habe darüber liegend noch einen super, super Account. Ich kann mir meine Accounts immer wieder herstellen und deswegen hat eigentlich keiner Zugriff auf meine Accounts hier. So lächerlich, dass ich gekickt wurde, weil meine CK-Angriffe verkackt habe. Ja, ich meine, wie oft willst du noch verkacken? Meine Herren, wir hatten hier auch etliche, ich springe mal wieder rüber zum Avatar, wir hatten auch etliche in diesem Clankrieger. Ich kann ja direkt mal live reingehen, einfach mal Fakten sprechen. Und wo wir hier Rathaus 10er haben mit dem Lolo hier, ich nehme jetzt kein Blatt vom Mund, das ist ein Rathaus 10er, aber in Wirklichkeit ist er 9er, weil er halt irgendwo viel, viel zu schnell auf 10 gegangen ist und schafft dann nicht mal 9er. Ich meine, jetzt guck mal, 5 auf 15. Der 15er war mit die schlechteste Rathaus 9 Base, hätte ich mal fast gesagt, und trotzdem 82% und dann auf den 6er. Zu meinen, ich hole hier was, das bringt es einfach nicht. Das ist einfach so. Hier oben haben wir auch verkackt. Denn wir hatten hier oben ja einen 12er. Zwei 11er nur. Wir selber hatten 12er mit dem Backfisch hier. Der Backfisch hat das ganz gut gemacht. Mit dem 4er auf 3 und den 3er auf 2. Das waren 10er und 11er. Kein Thema. Panzerfon hat das sehr, sehr super gemacht. 1 auf 2 und 2 auf 3 sogar. Das waren hier... 11er, nee, das waren glaube ich, das waren zwei 12er, entschuldigt bitte.
Ja, Glati kann mit E-Drachen nichts anderes, also verkackt er hier auch gerne mal. War nicht hilfreich, ist einfach mal so. Max hat gedacht, er ist hier ein bisschen der Superstarke und holt hier auf den Rathaus 11er mit seinem Rathaus 10er 3 Sterne. Nee, überschätzt euch nicht, Leute. Ihr überschätzt euch ehrlich. Mein zweiter Angriff hier war nur, um jemanden hier rauszulocken. Ich hätte noch eine andere Base angreifen können und auch dreiern können. Aber wer hier bis echt 18 Minuten vor Schluss wartet mit zwei Rathaus 9er Angriffen, die wir dringend gebraucht haben, unten in den Bereichen, weil uns unten nämlich welche fehlten. Denn während dieses CKs habe ich hier einfach schon mal, oder sind hier ja welche gegangen, der San Diego haben wir gerade gesehen, den Freibier habe ich rausgeschmissen, das am ersten Angriff. Der war nämlich, warte mal, wann war der von Freibier? 15 Minuten vor Schluss, der erste Rathaus 9 Angriff. Hallo? Das geht. Das lasse ich hier nicht mehr zu, ist einfach so. Das sind hier die ganz klaren Fakten hier. Das ist hier kein Hurra, Fun, Fun, Fun. Ich mach mal irgendwas klar, sondern so ein bisschen wollen wir ja auch holen. Also, wir wollen hier Spaß haben, gar keine Frage. Seba hat hier Spaß gehabt. Dom haben wir schon gesehen, ist ja vorher rausgegangen. Starkiller raus, Flash raus. Flash hat sogar noch kurz vor Ende geschrieben. Oh, da haben ja welche ihre Angriffe nicht gemacht. Oh, haben wir viel verdattelt. Ja, Flash, du auch. Wer seine zwei Angriffe hier nicht macht, der fliegt. So einfach ist das. Der G1, nee, G619, also heute gibt es echt mal viele Fakten über diesen Clan. Ohne Clanburg ersten Clankriegsangriff gemacht und tschüss. Den hätte ich gleich rausgekickt, gleich nach seinem Angriff, aber ich habe mal noch gewartet, ob er den zweiten noch macht. Macht er nicht mehr. Der Rest hier unten hat Angriffe gemacht, stabil. Oder sie konnten halt nichts mehr holen. So ist das manchmal ja auch. Manche fragen dann ja auch, soll ich oben nochmal locken oder was auch immer. Ich muss echt mal die 19 hier rausheben, den Philipp. Der Philipp macht hier immer höher. Höher als er. Ich meine, der erste war gegenüber, der Mohammed. Und der zweite, ich war mir echt im Zweifel mit seinen Truppen. Ihr habt den ja schon mal in den Vorvideos bei mir gesehen. Aber 9 auf 9, oder 19 auf 9. Donnerwetter. Ich muss ihn einfach mal rausstechen, denn ich hab diese Base auch gedreiert mit meinem Alex. Allerdings war es eine niedrigere Nummer als diese hier. Und er war sich ganz, ganz sicher, hat gesagt: Toto, ich dreier hier die 9. Dafür habe ich gebaut. Ja, dann schenken wir dem Philipp einfach mal Glauben. Denn der Philipp hat hier in den letzten Wochen so gut angegriffen mit seinen Truppen hier. Das ist echt, ja, Ehre und Respekt, muss ich mal so sagen. Muss ich einfach mal so sagen, auch alle anderen, die hier nach wie vor so ich nenne es mal so, Stamm sind, machen hier ganz nett und ganz, ganz brav ihre Angriffe. Sie machen halt etwas. Darauf kommt es mir auch so ein bisschen an. Ihr macht halt etwas, aber ihr macht halt nicht nur so, ich bin hier der dicke Neuner hier mit meiner Zweier Queen und mit meinem Siebener King. Und jetzt geht hier was auf die Nummer 3. Das ist auch nur ein Neuner. Nee, das haut nicht hin. Das haut hier nicht hin. Das sind hier auch die Fakten, also diese überschätzenden Angriffe von einigen. Boah, ich will nicht sagen, ich habe heute gekotzt, aber ich habe heute gekotzt. Ich weiß, es ist immer noch ein Spiel. Es ist immer noch ein Spiel. Es ist immer noch Clash of Clans. Und deswegen sehe ich das immer ganz gerne mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge oder mit einem halbweinenden Auge. Also es ist sehr, sehr, sehr traurig, denn wir haben diesen CK hier. Eigentlich hätten wir ihn verdient gewonnen, wenn wir unserer Taktik gleich von Anfang an gefolgt wären und hätten gesagt, ich glaube, der Backfisch als Rathaus 12er sollte die beiden Elfer machen und unser Elfer, nämlich der Panzerfohn, die beiden Zwölfer oben. Von Anfang an, dann hätten wir A nicht so viele Angriffe verdattelt. Ja klar, da hätte dann der Glati als Rathaus 11er Rathaus 9er machen müssen. Mein Gott, hätte er sie gedreiert, wäre doch super gewesen. Aber nee, so haben wir hier etliche Angriffe verduselt, verdattelt. Und auch das ist ein Fakt hier, das sollten wir nicht mehr tun. Das sollten wir nicht mehr tun, denn der Gegner hat ja auch angegriffen. Und auch gar nicht mal schlecht. Ihr seht das, die haben nur drei Sterne offen gelassen. Und die drei Sterne hätten wir hier locker rausholen können. Ihr seht das hier, Panzerfohn mit 88% auf die 1 und mit drei Sterne auf die 3. Also ja, danach, ne? Das Schema, Backfisch, Backfisch, war ganz, ganz sichere. Ich wusste auch, dass der Backfisch diese beiden Bases hier drei hat als Rathaus 12er, als so starkes Rathaus 12er. Das war einfach so klar wie es Amen in der Kirche. Und dann hätten wir hier schön mit dem Elfer angreifen können, mit dem Zehner und dann hier unten erst mit dem Neunern irgendwo.
Aber nein, einige sind dann viel, viel zu hoch gegangen. Und am Ende muss ich sagen, war es mir auch egal. Da wollte ich dem Bier hier noch ein bisschen rauskitzeln. Also einfach mal ein paar Fakten hier. Geht hier nicht zu hoch, was die Angriffe angeht. Geht nicht so super, super tief, was die Angriffe angeht. Also nehmt anderen, kleineren Rathäusern die ersten Angriffe nicht weg. Aber oben müssen wir einfach ein bisschen besser werden. Wir haben jetzt erstmal einen Tag Pause, damit sich unsere Klarkriegs-Startzeit so ein bisschen angleicht. Denn hätte ich jetzt heute noch gestartet, dann wäre jetzt der nächste Klarkrieg um 12 irgendwann gestartet. Und das kommt dann unseren Schülern und Schülerinnen oder die dann tagsüber eher arbeiten oder morgens arbeiten, weiß ich gar nicht, dann überhaupt nicht entgegen. Deswegen starten wir es morgen zwischen 17 und 19 Uhr. Wenn ihr hier Bock habt, hier ist ja wieder Platz. Ich muss ja jetzt wirklich ein paar gehen lassen. Ich gehe nochmal rein, wie viele wir eigentlich in diesem CK verloren haben. Backfisch ist gegangen, ganz bewusst. Also kein Verlust in dem Sinne. Er ist einfach gegangen, weil er gesagt hat, Dankeschön, war cool. Alles klar, Dankeschön, Backfisch war cool. San Diego ist gegangen worden, Freibier ist gegangen worden, Christoph ist gegangen worden. Ja, Christoph, warum? Ich meine auf die 11 und auf die 16. Mit Go Vibe 14 oder 24 Bogenschützen und einfach nur Angriffen. Das kann ich mir nicht mehr mit angucken, weil das bringt hier nichts mehr. Ist einfach so. Dann geht doch tiefer. Ich meine, 12 auf 11, das war sowieso schon viel zu hoch. Mit 46% hier nichts gerissen. Und 12 auf 16, das war leider auch zu hoch. Denn wenn wir hier sehen, dass 5 auf 15 schon zu hoch war, dann war auch, wo ist er hier nochmal, der Christoph, 12 auf 16 einfach zu hoch. Es ist einfach so. Punkt. Der Rest hier recht stabil. Cowgirl hat ein bisschen Pech gehabt im ersten. Das kommt vor. Und dabei sogar hochgegangen. Und Seba ist ja bei uns im Clan, der ist einfach nur in einen anderen Clan gegangen nach 2 Dreiern. Wunderbar, Dom haben wir ja gesehen. Naja, Starkiller einen Angriff, Flash einen Angriff, die haue ich dann sowieso raus. Wenn ihr dann im unteren Bereich noch einen AG habt, fragt einfach. Wir haben jetzt etliches an Älteste oder Vize. Und soll ich scouten oder angreifen? Und dann werden wir auch schon das Richtige sagen. Mach Bonus, scoute. Oder mach einen Übungsangriff. Das sind die Optionen, die man hier hat. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem irgendwo gefallen. Es war heute viel, viel Laberei. Fakten, Fakten, Fakten über diesen Clan hier. Bis dahin. Euer immer noch gut gelaunter Toto Clasht.